Mario Zanitschki, herzlich willkommen beim FCN in Cottbus. Ihr Name ist so richtig ausgesprochen, Mario. Zanitschki, genau. Ist jetzt Ihre erste Woche hier in Cottbus. Wie haben Sie es bisher erlebt? Wie finden Sie es in der Lausitz? Super, ich wurde sehr gut empfangen vom ganzen Verein, von der Mannschaft. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ist auch nicht selbstverständlich. Vor allem das Trainingsgelände und das Stadion ist, man sieht, dass es ein Bundesliga-Verein ist eigentlich. Also ich bin sehr dankbar, hier zu sein und sehr glücklich. Welche Ziele haben sich gesteckt bei Energie Cottbus? Ja, natürlich hofft man so ein bisschen, auch wenn es nicht mehr einfach wird, den Aufstieg zu erreichen. Aber ich denke, mit der Mannschaft ist alles möglich. Wir haben eine super Mannschaft und schauen wir mal, was passiert. Sie haben schon eine bewegte Karriere hinter sich bei Bayern München ausgebildet, dann so den Umweg über Zypern und Bosnien-Herzegowina. Wieso ist das so gelaufen? Ja, im Fußball passieren öfter Sachen, die man nie planen kann. Ich persönlich habe es natürlich auch nicht so erwartet, aber daraus lernt man. Ich sehe es gar nicht negativ. Ich bin dadurch gereift und trotzdem einfach dankbar für den Weg und dankbar, dass ich hier weitermachen darf. Cottbus ist dann jetzt erst Ihre zweite Station hier in Deutschland. Wie sind Sie ausgerechnet auf Cottbus gekommen? Ja, es kam ja durchs Probetraining. Also ich war letzte Woche 2 Tage da, habe mir alles angeschaut, habe zweimal mit den Jungs trainiert und mir hat alles top gefallen und deswegen habe ich auch eine ganz gute Leistung gebracht und dadurch hat alles gepasst. Für Sie war es das erste Spiel im Energietrikot. Sagen Sie uns, mit welchen Zielen kommen Sie nach Cottbus? Was haben Sie sich hier vorgenommen? Ja, für mich gehört Energie Cottbus ganz klar mindestens in die dritte Liga. Von der ganzen Infrastruktur vom Verein. So habe ich das auch. So haben sie mich auch aufgenommen. Sehr professionell. Die Jungs haben eine hohe Qualität durch die Bank. Jetzt auch die Jungs, die hochgekommen sind. Hohes Potenzial. Und ich denke, da wollen wir auch angreifen dann. Trotzdem war es für Sie sicherlich auch ein weiter Schritt von Schalke aus der zweiten Mannschaft jetzt bis nach Cottbus in die Lausitz zu kommen. Ja, wie überlegt man sich das, wenn man wirklich sagt, ich gehe jetzt da hin nach Cottbus? Ja gut, ich bin halt einmal vom Westen in den Osten, von daher sind einige Kilometer, ja, ist ein weiter Strecke, da gebe ich Ihnen recht. Aber die Gespräche, die wir geführt haben, die waren sehr, sehr gut. Das vor allem mit Herrn König, mit dem Trainerstab, war sehr gute Gespräche gehabt und ich fühle mich sehr wohl von Tag 1, sehr gut aufgenommen und ich hoffe, dass ich da auch einiges zurückgeben kann. Der Trainer hat uns gesagt, im Mittelfeld können Sie flexibel alles spielen. Was ist denn Ihre Lieblingsposition? Zentral. Ja, dementsprechend flexibel. 6-8, was das Spiel eben hergibt. Ja. Ich bin da wirklich sehr flexibel, glaube ich. Da hat der Trainer das richtig gesagt. Ja. Energiert in der Regionalliga 14 Punkte Rückstand. Ist denn diese Saison noch was möglich oder schauen Sie schon aufs nächste Jahr auch? Ich glaube, ähnlich wie im Pokal, im Fußball allgemein ist alles möglich. Ja, es ist natürlich auch ein bisschen abhängig, wie die anderen Teams ihre Hausaufgaben machen. Aber wir wollen unsere Leistung jedes Wochenende zeigen. Und dann schauen wir einfach mal, wo es hingeht. Ja. Wir müssen halt auf uns gucken und dann gucken wir mal, was möglich ist. Ansonsten nächste Saison. Jonas Hoffmann und Mario Zanitschki haben ja heute ihr Debüt gegeben. Wie fanden die beiden? Ja, in Ordnung. Ich glaube, sie haben angedeutet, was sie für uns wert sein können. Jonas, so ein bisschen Lenker und Denker, Rhythmusbestimmer im Mittelfeld. Ne? Was ich mir wünsche, ist dann in Zukunft, dass er noch mehr Verbindungsspieler auch nach vorne hin wird. Mario vorne, glaube ich, hat man viel gesehen. Ne? Sehr beweglich, gute Drehungen, auch mit dem Rücken zum Gegenspieler, ohne gewisse Handlungsschnelligkeit. Auch selber schnell den Abschluss zu suchen und ja, hat sich dann mit dem 3-1 da auch belohnt für einen ordentlichen Einstand.